Mitte Europas im Wandel der Zeit. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an die Geschichte der Deutschen. Für die Revolution! Für die Demokratie! Für die Republik! Er war ein Lebemann und maßlos in der Gier nach Ruhm. Ein leidenschaftlicher Bauherr und glühender Liebhaber. Er verkörpert die Epoche des Barock wie kein zweiter Deutscher. August der Starke, Kurfürst von Sachsen, König von Polen und Vater von zumeist unehelichen Kindern. Auge müssen eine Linie bilden, Gräfin. Perfekt. Sehr hübsch. Aber ich zeige es Ihnen gerne nochmal. Ihr müsst bedenken, mein Arm ist nicht so stark wie der Ihre, Sir. Für eine schwache Frau wie mich ist seine gefährliche Waffe nicht geschaffen. Sag das nicht, Gräfin. Aber ich muss euch bitten, meine Diener zu verschonen. Sir? Entschuldigung. Was wollt ihr? Machen die Polen wieder einen Aufstand? Oder sind es diesmal die Litauer? Nein. Dann planen sicher die Preußen meine Ermordung. Die Kosel ist auf dem Weg hierher, Majestät. Oh. Dann steht es schlimm. Geht es nicht schneller? Wieso fährt er denn nicht schneller? Wozu hat er die Peitsche? Ich muss fort aus Warschau. Fliehen? Majestät, vor einer Frau? Ihr kennt die Gräfin Kosel nicht. Ihr habt recht, Fleming. Setzt alles in Bewegung und nehmt meine Dragoner. Die Kosel muss abgefangen werden. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte, Majestät. August der Starke ist Kurfürst von Sachsen und zugleich König von Polen. Seine sächsische Mätresse, die Gräfin Kosel, kann sich nicht damit abfinden, ihren August mit einer polnischen Geliebten teilen zu müssen, der Gräfin Dönhoff. Augusts mächtiger Minister Fleming will mit allen Mitteln eine Konfrontation der Höfe von Dresden und Warschau verhindern. Schneller, schneller! Dass Frauen sich in die Politik einmischen, ist im Barock keine Seltenheit. Königliche Abenteuer können schnell zur Staatsaffäre werden. Zum König! Und ihr werdet mich nicht davon abbringen! Ihr seid heute schon die zweite schöne Frau, die mich erschießen will. Aber ich werd's tun. August der Starke schuf das barocke Dresden, das Elbflorenz, wie man es später bewundernd nennen wird. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, mit über 40.000 Einwohnern, eine der größten deutschen Städte. Lange Zeit ist Dresdens erlesene Architektur einzigartig im Reich. Ein Beispiel dafür, wie die Landesherren ihrem Herrschaftsanspruch Ausdruck verleihen. Der legendäre Fürstenzug in Dresden erzählt die Geschichte der Wettiner, der sächsischen Dynastie. Kurfürst wird zunächst Augusts älterer Bruder. Der ehrgeizige Jüngere spielt erst nur eine Nebenrolle, doch nicht für lange.
Offiziskere, Anima Christiana de hoc mundo, in nomine Dei Patris omnipotent. Gerade einmal 25 Jahre alt ist Augusts Bruder, als er an den Pocken erkrankt. Ausgerechnet bei seiner Mätresse hat sich der junge Kurfürst infiziert. Die strengen lutherischen Sachsen glauben an eine Strafe Gottes. Der Bruder hat keine erbberechtigten Kinder. Wenn er stirbt, ist der Weg für August frei. Er atmet nicht mehr. Im April 1694 haben die Sachsen unverhofft einen neuen Kurfürsten. Euer Bruder ist heimgegangen. Kurfürstliche Durchlaucht, Gott hat euch ans Ziel des irdischen Strebens geführt. Ziel? August hat gewaltige Ambitionen. Sogar König will er werden. Doch von welchem Land? Die meisten Kronen sind bereits vergeben. Die Krone des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation trägt Leopold I. Dem Buchstaben nach ist ihm, dem Habsburger, auch der sächsische Kurfürst untertan. Die mächtigste Monarchie Europas ist damals die französische. Während Deutschland in viele kleine Fürstentümer zersplittert ist, die nur in einem einig sind, sie alle eifern einem Vorbild nach, dem König der Franzosen. Sein Schloss Versailles ist damals der politische und kulturelle Mittelpunkt der westlichen Welt. Das Symbol der Sonne allgegenwärtig. Auf perfekte Weise verkörpert das Schloss den Absolutismus, die uneingeschränkte Macht des Monarchen. Wie um einen Fixstern kreist hier alles um eine Person. Ludwig XIV., den Sonnenkönig, den mächtigsten Herrscher seiner Zeit. August ist damals nicht der einzige Fürst in Europa, der von der Pracht des französischen Hofes überwältigt ist. Ludwig XIV. Gibt den Zeitgeschmack vor. Das, was wir heute Zeitgeschmack nennen, das ist das, was am französischen Hof demonstriert wird. Und alle, die dort einmal verweilten, sind praktisch von dieser Art französischer Hofhaltung und auch französischer Staatsidee infiziert. Zumindest bei seinen Untertanen ist der junge Kurfürst von Sachsen überaus populär. Nicht wenige glauben, dass August schon wegen seiner körperlichen Stärke zu großem berufen ist. Seine Kraftproben sind legendär. Das Dicke da. Bitte sehr. Was will er wirklich brechen? Die Herzen der Frauen will er brechen. Danke, Herr. Einen angeblichen Beweis für Augusts Kraftakt bewahrt die Dresdner Rüstkammer noch heute auf. Der Beiname August der Starke, der rührt ja nicht etwa daher, dass er ein besonders erfolgreicher Feldherr gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, damit sind schon wirklich die Leibeskräfte gemeint, und zwar in jeder Hinsicht. Also auch, wie man sagt, im Bett. Eine imposante Erscheinung, ganz nach dem Geschmack der Zeit. Für damalige Verhältnisse ungewöhnlich groß und von beträchtlicher Leibesfülle.
Geschämt hat sich August seiner vielen Pfunde nicht, ganz im Gegenteil. Dick zu sein steht im Barock für Wohlstand und Machtfülle. Es ist nicht peinlich, sondern erotisch. Zeitweise wiegt der Sachsenherrscher 260 sächsische Pfund. Das sind über 120 Kilogramm. Und, was zeigt denn nun die Waage? Ihr habt 20 sächsische Pfund zugelegt, Sir. Super! Bravo! Gott sei es gepriesen. In ein Wiegebuch lässt August seine Pfunde penibel eintragen. Wohl im Glauben, mit der Leibesfülle steige auch das politische Gewicht. Und die männliche Anziehungskraft. Doch ein ungestümer Muskelprotz ist nicht allen Mätressen am sächsischen Hof willkommen. Wie die Schwedin Aurora von Königsmark dem Kurfürsten zu verstehen gibt. Wirst du wohl? Stark seid ihr, ohne Zweifel. Aber nicht geschickt. Da müsst ihr noch viel lernen. Verstehe einer die Frauen. Wollt ihr denn die Frauen verstehen? Dann lasst erstmal euren Säbel stecken, Sir. Und schlagt nichts. Einfach drauf los. Wir Frauen bevorzugen den feinen Stich des Floretts. Im Dreißigjährigen Krieg sind die Sitten an den Höfen verroht. Da haben die Leute sich so die Nase geputzt. Und dann kam die Mätresse und hat für Anstand, Würde und Höflichkeit gesorgt. Also hat man sich jetzt die Nasen so geputzt, hat mit Messer und Gabel gegessen und hat alles angewandt, was wir als Höflichkeit, Hofhöflichkeit kennen. Bitte nach ihnen durch die Tür, niemanden zur Seite schubsen. Dafür hat sie gesorgt. Anstand und Würde, das war ihre Aufgabe. August hat auch eine Gemahlin, die Bayreuther Prinzessin Eberhardine. Im Volk nennt man sie wegen ihrer tiefen Frömmigkeit die Betsäule Sachsens. Von welcher eurer vielen Dirnen kommt ihr gerade? Von der Königsmark, von der Esterle oder von einer dieser Bürgerlichen ohne Namen? Ihr werdet verzeihen, dass ich nicht auf dem Laufenden bin. Ich komme aus dem geheimen Konsistorium. Der König von Frankreich hatte weit mehr Mätressen als ich, zumindest bis er fromm wurde. Wovor mich Gott behüten möge. August der Starke soll etwa 120 Affären gehabt haben. Ob Legende oder nicht, über 300 Kinder schreibt ihm der Volksmund zu. Doch nur 9 Sprösslinge sind historisch überliefert. Ein einziger entstammt der Ehe mit der Kurfürstin Eberhardine. Der kleine Friedrich August sichert immerhin die Thronfolge. Du bist ja schon ganz müde. Mein Kleiner. Und der Vater träumt davon, nun endlich König zu werden. August der Starke gibt alles. Und er will alles. Nämlich die Krone. Und die Krone will er deshalb, weil ihn das in die oberste Kategorie der europäischen Fürsten katapultiert. Im Juni 1696 stirbt der polnische König Johann Sobieski. August will sich um die Nachfolge bewerben und vom polnischen Adel wählen lassen. Doch er hat einen mächtigen Konkurrenten, der vom Sonnenkönig höchstpersönlich unterstützt wird, den französischen Prinz von Conti.
Große Mengen an Bestechungsgeldern fließen aus Frankreich und Sachsen nach Polen. Die Frage ist, wer mehr bietet. Am Ende füllt der sächsische Kurfürst die Taschen der polnischen Adligen mit über 2 Millionen Gulden. Ob man moralisch über Bestechungsgelder urteilt, da sie zum Spiel dazugehören, wäre es ungefähr so, als würde man Skat ohne Reizen spielen. Doch nur ein Katholik darf in Polen König werden. Deshalb wechselt der Protestant August die Konfession. Ihm bereitet das keine Gewissensqualen. Doch seine Ehefrau teilt die Empörung der meisten Sachsen. Wo ist mein Sohn? Er ist in Sicherheit. Eure Frau Mutter wird dafür sorgen, dass der Kurprinz keinen einzigen Tropfen jenes katholischen Giftes trinkt, das inzwischen in euren Adern fließt. Eure Verwandten haben einst Martin Luther vor den Scherben des Papstes beschützt. Sie haben dem wahren Glauben die erste Heimstatt auf Gottes schöner Erde gegeben. Und ihr? Die Wege des Fürstenpaares trennen sich fortan für immer. Eberhardine sucht Zuflucht auf einem Landsitz und wird nie wieder nach Dresden zurückkehren. Die Sachsen waren empört, erschüttert geradezu. Es stellte einen unglaublichen Skandal dar, als es bekannt wurde. Und aus dieser Furcht heraus hatte August der Starke diese Konversion ja erst heimlich vollzogen. Und erst als sozusagen das politische Ziel erreicht war, war dann also dieser Übertritt zum Katholizismus auch öffentlich verbreitet worden. Dass man in Sachsen immer damit Schwierigkeiten hatte, zeigt ja das Beispiel, dass seine Frau nie konvertiert, dadurch auch nie polnische Königin wurde. Doch die Aussicht auf den Königstitel hat alle Hemmungen beseitigt. August kann die Wahl zum Herrscher Polens für sich entscheiden. Er hat die Versammlung des Adels durch Gold und Versprechungen auf seine Seite gezogen. Auf dem Wawel, Polens Königsburg in Krakau, empfängt August im Dezember 1697 die Krone. Seit Jahrhunderten wird den polnischen Monarchen bei der Krönung dieses Schwert überreicht. Die legendäre schartige Klinge. Es ist kein Symbol für tatsächliche Macht, denn in Polen hat der Adel das Sagen. Doch der glänzende Titel ist August erst einmal sicher. Und das will er zur Schau stellen, damit die Mächtigen Europas ihn als ihresgleichen sehen. Die Rüstkammer ist eines der 12 weltberühmten Museen der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, in denen das Vermächtnis August des Starken und seiner Nachfolger heute zugänglich ist. Diese vergoldeten Rüstungen trug August bei festlichen Anlässen. Doch die Epoche der Ritter ist Ende des 17. Jahrhunderts längst vorbei. Wer sich militärisch behaupten will wie August, braucht Soldaten, Kanonen und mächtige Verbündete. Im Norden Sachsens wächst eine ernstzunehmende Konkurrenz heran. In Berlin regiert der Kurfürst Friedrich von Brandenburg, der über ganz Preußen herrscht. Er hat den Ehrgeiz, die noch provinzielle Hauptstadt zu einer Metropole auszubauen. Der Preuße neidet seinem aufstrebenden Nachbarn die Krone. Wie August will er nicht nur Kurfürst, sondern gleichfalls König sein. Das Verhältnis beider Herrscher ist spannungsgeladen. Dennoch möchte der Sachse den Hohenzollern für einen gemeinsamen Feldzug gewinnen. Und was haltet ihr von meinem Vorschlag? Ein gemeinsamer Krieg gegen den König von Schweden. Angeführt vom König von Polen. Und als Verbündete den König von Dänemark und den russischen Zaren. So viele Könige. Als schlichter Kurfürst bin ich der Ehre eines solchen glorreichen Feldzuges doch gar nicht würdig. Aber ihr seid doch sicher in der Lage, auch ohne mich zu siegen. Reizt euch denn nicht die Aussicht auf Ehre und Ruhm? Ich dachte immer, euch interessiert, wie Porzellan gemacht wird. Nicht, wie man es zerschlägt. Und euch interessiert, wie ein König gemacht wird, habe ich gehört. Ein preußischer König.
Nach diesem Titel gelüstet euch doch. Der Hof redet viel. Aber warum soll es eigentlich in Sachsen besseres Geschirr geben als in Preußen? Ohne preußische Beteiligung beginnt im Jahre 1700 der große Nordische Krieg. Die Schweden fügen den sächsischen Truppen eine Niederlage nach der anderen zu. Sie erobern Polen und vernichten im Februar 1706 das letzte noch verbliebene sächsische Heer. Und es kommt noch schlimmer. Selbst in Sachsen marschieren die Schweden ein, besetzen Augusts Heimat. Sie diktieren einen erniedrigenden Frieden, pressen das Land finanziell aus. August wird als König von Polen abgesetzt. Der preußische Nachbar hat wenig Mitleid. Friedrich II. Hat ja gesagt, Sachsen, das sei wie so ein Mehlsack, selbst wenn er leer ist und man haut noch drauf, es kommt immer noch was rausgestaubt. So musste ihm das damals vorgekommen sein. Preußen, die Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches, da war ja nichts. Die hatten ja wirklich nur ihr Militär. So gibt sich August auch nach der Niederlage nicht geschlagen und setzt zu neuen Eroberungen an. Die leeren Eimer immer nach rechts und macht die Eimer richtig voll. Ein Unglück in der Dresdner Innenstadt sorgt für eine schicksalhafte Wende in seinem Leben. August begegnet Anna Constantia von Heum, der späteren Gräfin Kosel. Warum dauert das so lange? Wasser! Wir brauchen mehr Wasser, los! Was sitzt denn da rum? Soll ich etwa selbst Hand anlegen? Weg mit ihm, will er etwa verbrennen? Erlaubt ihr mir, euch euren tapferen Diener zurückzugeben? So wagte es mir, unter die Augen zu kommen. Ihr müsst ihm verzeihen, Sire. Der Arme kann nichts dafür. Feuer ist wie Liebe, es folgt seinen eigenen Gesetzen, wie ihr wisst. Ich muss euch widersprechen, Baronin. Ihr seid Herren über beides. Über das Feuer und die Liebe. Als die Kosel sich schön machte an dem Abend, ging die Tapete ihres Ankleidezimmers in Flammen auf. Und das Haus, in dem sie wohnte, brannte ab. Ganz Dresden lief zusammen, König August kam hin, sieht eine schöne Frau, die den Männern mit den Wassereimern sagt, wohin und woher. Und bums, ist es passiert. Allen Niederlagen zum Trotz, Sachsen ist seit alters her eines der fortschrittlichsten Länder Europas. Handwerk und Handel, vor allem der Silberbergbau, sorgen für gute Konjunktur. Die Leipziger Messe entwickelt sich zur attraktiven Drehscheibe zwischen Ost und West. Und auch August selbst trägt mit klugen Entscheidungen zu diesem Wirtschaftswunder made in Sachsen bei. Sachsen war immer eines der reichsten deutschen Länder gewesen. Das liegt an den Bodenschätzen, die es hatte. Es liegt aber auch an einer sehr stark verstädterten Bevölkerung, einer sehr produktiven Bevölkerung. Es war, würde man heute sagen, ein Top-Wirtschaftsstandort. Und es machte sich spätestens unter August dem Starken eben auch auf, mitzuspielen im Konzert der europäischen Mächte. Dafür ist offenkundig jedes Mittel recht. Auf der Albrechtsburg in Meißen hat August einen Apothekerlehrling eingesperrt, den er aus Berlin entführt hat. Johann Friedrich Böttger hat damit geprahlt, ein Goldmacher zu sein. Der Kurfürst will sich dieses Talent sichern und vor allem auf die Probe stellen, unbefristet. Wie lange halten wir ihn schon gefangen? 5 Jahre, Sir. Da hat er bestimmt schon eine Menge Gold für uns fabriziert, in so einer langen Zeit. Bei allem Respekt, Sir. Nichts. Der Mann ist ein Betrüger. Dann sollten wir ihn hängen, Fleming. Bitte, Sir. Ich arbeite an etwas absolut Neuem. Und ich bin ganz nah dran. Echtes Porzellan.
Echtes Porzellan aus Sachsen. Echtes Porzellan kommt aus China. Seine Majestät besitzt es bereits in unerreichter Qualität und Feinheit. Porzellan? Mein erster Versuch hier. Es wird noch weiß. Wenn es mir gelingt, komme ich dann frei hier? Aber gewiss doch. Was denkt sich der Kerl nur? Verdoppelt die Wachen. Porzellan. Porzellan. Weißes Gold. Weißes Gold, von Menschenhand geschaffen. August hat den klugen Einfall, den experimentierfreudigen Lehrling Böttger mit seinem fähigsten Gelehrten, Ehrenfried Walter von Schirnhaus, zusammenzubringen. Ihnen gelingt, was in Europa noch niemandem glückte. Für Augusts Staatshaushalt ist das die Rettung. Die meisten der Tüftler bringen zwar kein Gold zustande, doch für die damalige Zeit etwas ebenso Wertvolles. Das Porzellan mit den gekreuzten Schwertern ist bis heute weltberühmt. In der Meißner Manufaktur wird es immer noch nach den alten überlieferten Rezepturen und Mustern gefertigt. Ein teures Luxusgut. Für August ist das Porzellan aber mehr als eine Einnahmequelle. Es ist reine Schönheit für die Ewigkeit. Doch Porzellan ist nur eine Leidenschaft des sächsischen Kurfürsten. Die Gräfin Kosel ist ihm besonders lieb und teuer. Ihre Zuneigung weiß sie geschickt zu dosieren. Weshalb ist euer Feuer so gänzlich erloschen? Weshalb kommt ihr meinen bescheidenen Wünschen so wenig entgegen, Sire? Ich habe euch zur Reichsgräfin erheben lassen. Nun ja, aber nicht zur Fürstin. Das würde mir der Kaiser nie zugestehen. Und was ist mit meiner Apanage? Ihr habt doch ein ganz hübsches Jahresgehalt. Aber ihr müsst zugeben, es ist niedriger als das eurer Gattin. Ich werde es erhöhen lassen. Und was ist mit dem Versprechen, mich zu eurer Ehefrau zu machen, wenn die Königin irgendwann mal das Zeitliche segnet? Ich gab es euch bereits. Ach, wirklich? Also, ich bin ziemlich vergesslich. Es wäre besser, ihr gebt es mir schriftlich. Nicht übel. Schon fast 10 Jahre ist Gräfin Kosel die Frau an seiner Seite. 3 Kinder hat sie ihm zur Welt gebracht. Kein Wunder, dass sie nun nicht nur Mätresse sein will. Mit Augusts Heiratsversprechen besitzt sie ein Faustpfand, das den Unterzeichner noch einmal in Verlegenheit bringen wird. Trotz Niederlage im Krieg beginnt für Sachsen und seine Hauptstadt ein goldenes Zeitalter.
In Dresden herrscht ein regelrechter Bauboom. Die evangelische Frauenkirche entsteht. Auch der katholisch gewordene August macht sich für den Prachtbau stark, um die sächsischen Protestanten mit ihm, dem Monarchen, zu versöhnen. Dresden wird in diesen Jahren zur glanzvollsten Residenz der Welt, wie ein ausländischer Besucher urteilt. Der legendäre Zwinger entsteht. Hier feiert der Kurfürst Feste, über die man in ganz Europa redet. Später einmal wird man diese Epoche nach ihrem Schöpfer nennen, Augusteisch. Die Porzellansammlung im Dresdner Zwinger ist einzigartig auf der Welt. Weißes und echtes Gold in vollkommener Ergänzung. Auch das grüne Gewölbe, die sächsische Schatzkammer, sucht an luxuriöser Raffinesse bis heute ihresgleichen. Doch was hier wie maßlose Verschwendung aussieht, hatte damals auch Kalkül. Die Polen sind so beeindruckt von der fürstlichen Pracht des sächsischen Hofes, dass sie August, jetzt aus freien Stücken, ihre Krone anbieten. Der wirtschaftliche Aufschwung Sachsens soll auch das Nachbarland erfassen. Also es ist sicherlich so, dass Kunstpolitik damals wie heute eher wirtschaftsfördernd ist als eben Kriegspolitik, die etwas schafft, was ja in Preußen auch geschehen ist, was dann auch relativ schnell wieder verpufft. Denken Sie an die Dragonervasen. Das war ja dieser Tausch. Man tauscht eben ein Dragonerregiment, das man nicht mehr braucht, gegen eine große Anzahl von Porzellan ein. Das Dragonerregiment existiert schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Die Vasen gibt es heute noch. Im Jagdschloss Moritzburg vor den Toren Dresdens hält August sich am liebsten auf. Mit erlauchten Gästen aus aller Welt. Umgeben von einer der größten Jagdtrophäensammlungen Europas, lässt es sich opulent tafeln. Hier gibt man sich noch ungezwungener als in der sächsischen Residenz. In entspannter Runde dürfen die Höflinge offen ihre Meinung sagen. Auch Besoldungsfragen werden kreativ debattiert. Mit Blick auf die sich leerenden Kassen des Königs. Im Vertrauensheer. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie ich das Jahresgehalt der Gräfin von Kosel beschaffen soll. Nennt mir die Summe. 100.000 Taler. Graf von Flemming, ihr seid mein höchster Beamter. Wie hoch sind eure Bezüge? 4.000 Taler, Sir. Die Kosel gibt das meiste für Schmuckwerk aus. Euch, mein lieber Flemming, würde das gar nicht stehen. Wollt ihr euch nicht zu uns setzen, Gräfin? Aber gerne. Ich vernahm soeben, dass unsere Kassen leer sind. Oh, ich weiß, weshalb eure Kassen leer sind, Sir. Ihr mögt denken, meinetwegen. Oh. Dieses Eisstück ist wie die sächsischen Steuereinnahmen. Die Kosel hat einen wunden Punkt berührt. Bislang muss der Adel nicht nur keine Steuern zahlen, sondern steckt sich einen Teil davon selbst in die Tasche. Sie gehen durch vieler Herren Hände, wie dieses Eisstück eben. Die Folge davon, sie schmelzen dahin, bevor sie in eure Hände gelangen. August der Starke versuchte, an den Landständen vorbei, die ja für bestimmte Steuererhebungen ihre Zustimmung geben mussten, vorbei zu agieren. Das machte er auch sehr erfolgreich. Und er hat durch die Einführung einer Generalkonsumptionsakzise so eine Art moderner Mehrwertsteuer erfunden. Er könnte sozusagen auch als Mehrwertsteuereinführer in Deutschland gelten. Augusts Losung lautet: Jeder Taler, den ich ausgebe, kommt dreifach zu mir zurück.
Warum Krieg führen, wenn man durch Handel mehr verdienen kann? Doch als Kurfürst von Sachsen und König der Polen muss er einen Spagat vollführen. Das Nachbarland fordert mehr Engagement von seinem Monarchen. Was August in Dresden begann, soll sich auf polnischem Boden fortsetzen. Nun veranstaltet er in seiner Warschauer Residenz rauschende Feste als Ausdruck gemeinsamer Kultur. Selten gab es mehr Harmonie zwischen Deutschen und Polen als in jenen barocken Zeiten. Um die Beziehungen beider Länder zu stärken, stiftet August zahlreiche deutsch-polnische Ehen. Doch nach Ansicht der Adligen in Warschau fehlt dem Sachsen vor allem eines: an seiner Seite eine Polin, die ihm eines Abends nicht ganz zufällig begegnet. Ihr seid die schönste Perle am Hof. Und ihr seid sehr charmant hier. Der Premierminister hat die Dönhoff in Warschau gekauft, ihrer Mutter abgekauft. Es war eine große Familie von hohem Adel, die kein Geld mehr hatte. Und die Dönhoff ist dem König zugespielt worden. Er hat mit ihr geschlafen und war ganz überrascht, als der ganze Hof rief: Ach, er hat mit ihr geschlafen, wir haben eine neue Mätresse. Die 19-jährige Tochter eines polnischen Großmarschalls ist mit einem Grafen Dönhoff verheiratet. Für August kein Hindernis. Der Gatte muss sich fügen. Man sagt, ihr wäret nicht nur sehr stark, sondern auch sehr geschickt. Die Leute schmeicheln mir, Gräfin. Ihr müsst euch schon selbst überzeugen. Aber was wird man in Dresden dazu sagen? Dresden ist weit. Doch dann naht eine Kutsche aus Dresden. Angefeuert von der Gräfin Kosel, die nach Polen reist, um ihre Rechte als Mätresse einzufordern. Was schont er seine Keule? Halt! Im Namen des Königs! Hat August ihr nicht versichert, nur sie zu lieben und sogar zu heiraten, wenn seine Frau einmal stirbt? Ah, die Gräfin von Kosel. Ich muss zum König. Ihr werdet mich nicht davon abbringen. Ihr seid heute schon die zweite schöne Frau, die mich erschießen will. Aber ich werd's tun. Mit einer Pistole werdet ihr die Liebe des Königs nicht zurückgewinnen. Der König wird mich und nur mich immer lieben. Das habe ich schwarz auf weiß. Wen kümmert schon ein toter Minister? Aber ihr treibt ein gefährliches Spiel. Denn das, was ihr da redet, ist Hochverrat. Vergesst dieses unselige Papier. Wenn der Kopf fehlt, wird euer schöner, schlanker Hals sehr viel von seiner bezaubernden Wirkung verlieren. Die Dame hat beschlossen, nach Dresden zurückzufahren. Das polnische Klima bekommt ihr nicht zurecht. August verbannt die Kosel auf ihren eigenen Landsitz, das Schloss Pillnitz bei Dresden. Hier könnte sie ein unbeschwertes Leben voller Luxus genießen. Doch die Gräfin wagt einen gefährlichen Schritt, flieht ins benachbarte Brandenburg-Preußen. Für August ein Affront, denn die Kosel könnte ein peinliches Geheimnis preisgeben: das Heiratsversprechen. Schloss Charlottenburg bei Berlin. Die Preußen erhalten von August dem Starken die Aufforderung, die Kosel auszuliefern. Um das Verhältnis zu Sachsen nicht wegen einer Mätresse zu trüben, willigt Friedrich Wilhelm I., genannt der Soldatenkönig, ein. Doch er nennt einen Preis: preußische Deserteure in Sachsen gegen die geflüchtete Frau. August stimmt zu. Weihnachten 1716 wird die Gräfin Kosel auf der schwer bewachten Festung Stolpen in Ostsachsen eingesperrt. Es ist ein unwirtlicher Ort, bis heute ein einzigartiges Zeugnis für den tiefen Fall einer Mätresse.
Die Kosel war 49 Jahre gefangen. Sie war gefangen, als August starb. Sie blieb gefangen, als sein Sohn starb. Sie blieb gefangen, als die Festung aufgelöst wurde. Es war niemand mehr da, der wollte, dass sie gefangen war. Es war aber auch niemand da, der wagte, sie zu entlassen. Die Verwaltung verwaltete sie weiter, bis sie mit 85 Jahren starb. Sie sollte den einstigen Geliebten um mehr als 30 Jahre überleben. Februar 1733. August liegt im Sterben. Er litt an der Zuckerkrankheit, die man damals nicht behandeln konnte. Von dem du gekommen bist, dann bete zu Gott. Proficiscere, anima Christiane de hoc mundo, in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creavit, in nomine Jesu Christi filii Dei vivi, qui pro te passus est, in nomine Spiritus. Nach dem Zeugnis der Ärzte drückt August der Starke sich im Moment des Todes selbst die Augen zu. Et contemplatione Dei potiaris in saecula saeculorum. Erstaunlich an August dem Stark ist, dass auch hier die Erinnerungen unterschiedliche Wege gehen. Nimmt man den politischen Ertrag des Polen-Abenteuers, dann hinterließ er ein ruiniertes Land. Nimmt man auf lange Sicht die Erinnerung an einen prachtvollen Hof und die kunstvollen Objekte, hinterließ er eigentlich die Gegenstände, die Dresden heute, oder zu großen Teilen die Gegenstände, die Dresden heute berühmt machen und zum Besuchermagnet auch der Zukunft führen werden. Die Frauenkirche wird im 20. Jahrhundert zerstört und wieder aufgebaut. Ist Mahnmal für die Höhen und Tiefen der sächsischen und deutschen Geschichte. Sie steht für das, was auch August lernen musste. Dass im Krieg nichts zu gewinnen ist, im Frieden aber viel. Zwar wurde er in Krakau beigesetzt, doch in der Dresdner Hofkirche ruht sein Herz in einer goldenen Kapsel. Die Legende sagt, dass es jedes Mal wieder zu schlagen beginne, wenn eine schöne Frau vorübergeht.